Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Carsten Hilse. Ich will aber vorher, Herr Hilse, wenn Sie mir gestatten, eine kurze Vorbemerkung machen. Sie haben gerade ein paar kreative Umbaumaßnahmen vorgenommen. Das ist selbstverständlich nicht Ihre Aufgabe. Deswegen sage ich Ihnen zu, dass wir sicherstellen werden, dass Sie alle, die von oben reden müssen, aufgrund der derzeitigen Situation eine Möglichkeit bekommen, auch Ihr Redemanuskript ablegen zu können, sodass Sie das nicht selber machen müssen. Und jetzt erteile ich Ihnen das Wort für Ihre Rede. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wundert mich natürlich, dass das bis jetzt noch nicht passiert ist. Aber gut. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, gestatten Sie auch mir eine kurze Vorbemerkung. Während sich andere europäische Länder der Einschätzung der WHO aus dem vorigen Jahr anschließen und Covid in Zukunft als eine mittelschwere Grippe behandeln, heben Sie die grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte aus, belegen medizinisches Personal praktisch mit Berufsverbot, machen Bürger und frei gewählte Abgeordnete zu Menschen zweiter Klasse, wenn sie sich der experimentellen Gentherapie entziehen. Das erinnert an die dunkelsten Zeiten der Geschichte. Herr Minister Habeck, nimmt man Ihre Regierungserklärung so ernst, wie sie vermutlich gemeint ist, dann haben Sie damit dem deutschen Volk den schnellsten Weg in den Untergang gezeigt. Und ich bin sicher, auch wenn Sie nicht wissen, wovon Sie reden, Sie meinen es ernst. Sie wollen die Geschwindigkeit, mit der das rot-grüne Narrenschiff in Richtung Abgrund rast, noch einmal erhöhen, nachdem mittels EEG die Menschen seit über 20 Jahren gnadenlos ausgeplündert werden. Bis jetzt rund 1 Billion Euro wollen Sie die Ausplünderung noch forcieren. Der Klimaschutz verlange es, so behaupten Sie, wohl wissend, dass der deutsche Sonderweg, von dem niemanden auf der Welt auch nur ansatzweise mitgegangen wird, sollte die Hypothese, dass die menschengemachten CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflussen, stimmen, was übrigens tausende Wissenschaftler weltweit bestreiten, würden Sie die hypothetische Erderwärmung um wenige Tausendstel Grad verringern. Die Verantwortlichen in China, Indien und allen anderen Entwicklungsländern kommen vor Lachen nicht in den Schlaf, ob der dümmsten Energiepolitik und der Selbstzerstörung der deutschen Wirtschaft. Aber mit der Zerstörung der eigenen Wirtschaft geben Sie sich nicht zufrieden. Auch die Naturzerstörung muss forciert werden. Daher wollen Sie das bisherige Tempo des Umflügens der deutschen Kulturlandschaft verdreifachen. Auf 2% der Landesfläche sollen daher jede Menge Windindustrieanlagen gebaut werden. Das sei im nationalen Interesse, behaupten Sie und Ihre Koalitionspartner, auch die Verräter der Freiheit in der Mitte des Parlaments. Diese 2% sind natürlich ein zum Himmel stinkender Betrug, da hier nur die unmittelbar bebaute Fläche berechnet wird. Doch jeder dieser Vogelschredder braucht Abstand zum nächsten Vogelschredder. Je größer er ist, desto größer die beanspruchte Fläche. Und damit werden aus 2% schnell 9 bis 10%. Das sind dann rund 36.000 Quadratkilometer mehr als die gesamte bebaute Fläche in unserem Vaterland. Das sind nämlich nur 8%, also alle Städte und Dörfer zusammengenommen. Und Strom bei Flaute liefern diese krankmachenden Ungetüme natürlich auch nicht. Allein das würde schon ausreichen, Sie und Ihre Berater auf Ihren Geisteszustand untersuchen zu lassen. Sie lassen zudem völlig außer Acht, dass die Deutschen schon heute im Wesentlichen befeuert durch ihren grünen Klimarettungsirrsinn und völlig konträr zu grünen Versprechungen. Wir alle kennen die Lüge von der einen Kugel Eis im Monat unter den höchsten Strom-, Öl- und Gaspreisen der Welt. Und nicht nur das. Im Wochentakt vermelden die Medien Stromausfälle über das ganze Land verteilt. Hamburg, Dresden, Berlin, Regensburg und. Und schon jetzt ist das Stromnetz extrem instabil. Mehr als 8.000 Eingriffe ins Netz. Hunderte Stromabschaltungen waren im letzten Jahr notwendig, damit das Stromnetz nicht kollabiert und das ganze Land im Dunkeln sitzt. Waren es anfangs dieses Jahrhunderts noch 10 Eingriffe pro Jahr, sind es jetzt knapp 40 pro Tag. Dem gemeinen grünen Wähler macht das alles nichts aus. Er tankt weiterhin seine SUV voll, zahlt gerne 40 oder 60 Cent pro Kilowattstunde und geht mit dem ruhigen Gewissen satt ins Bett, weil er glaubt, die Welt retten zu helfen. Otto Normalverbraucher und seine Familie können das nicht. Sie werden zwar gezwungen, bei der Weltenrettung zu helfen. Sie müssen aber zusätzlich entscheiden, ob sie ihr Geld mehr fürs Heizen ausgeben oder fürs Essen. Heizen oder Essen. Aber immer im Bewusstsein, die Welt zu retten. Hört sich spaßig an, ist es aber nicht. Jedem, der noch bei klarem Verstand ist, muss bei Ihren Plänen der Spaß vergehen. Es ist bitterer Ernst. Sie, Minister Habeck, wollen den Untergang Deutschlands. Schließlich fanden Sie Vaterlandsliebe schon immer zum Kotzen.
Wir nicht. Wir lieben unser Vaterland und werden uns jedem Angriff auf unsere Art zu leben entschlossen entgegenstellen. Auch darin unterscheiden wir uns von den grünen Kommunisten und all die ihnen wieder mitmarschieren. Aber irgendwann werden sie alle sich verantworten müssen für die Verarmung und für die Verelendung großer Teile des deutschen Volkes, für die Zehntausenden Toten bei einem Blackout und durch die Gentherapieschäden, für die Ebnung des Weges in den Totalitarismus und vor allem für die geschundenen Kinderseelen aufgrund ihrer menschenverachtenden Corona-Politik. Nicht vor einem weltlichen Gericht vielleicht, aber spätestens dann, wenn sie vor ihrem Schöpfer stehen. Ich verachte sie bis auf wenige Ausnahmen zutiefst.